Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal und es ist mal wieder Zeit für einen weiteren Vorbericht, denn morgen am Sonntag um 13.30 Uhr empfangen wir im nahezu ausverkauften Olympiastadion, das heißt vor knapp 70.000 Zuschauern, den FC Schalke 04 und das ist für uns ein richtig wichtiges Spiel. Ich bin ehrlich mit euch, gerade wenn man sich die Ergebnisse dieses Spieltages einfach mal anschaut, dann dürfen wir dieses Spiel einfach nicht verlieren. Es ist wichtig, damit wir endlich wieder in die Siegesspur geraten, nachdem wir das letzte 3 Spiele nicht gewonnen haben. Und es ist vor allen Dingen wichtig, um endlich wieder Anschluss zu nehmen an die oberen Plätze, denn wir stehen gerade auf dem 11. Tabellenplatz. Man darf damit nicht zufrieden sein. Und deswegen gibt es heute auch unter anderem meinen Vorbericht. Ich möchte natürlich über unseren Gegner, über den FC Schalke 04 sprechen. Ich möchte über Dardai sprechen, über Benze Dardai, da auch nochmal ein kurzes Update zu geben. Ich möchte über die PK sprechen, euch auch natürlich eine mögliche Aufstellung präsentieren und am Ende auch eine Prediction abgeben. Ich würde sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit und sprechen wir zuallererst über unseren Gegner. Und das ist in unserem Fall der FC Schalke 04. Schalke 04 steht derzeit auf dem 14. Tabellenplatz und das mit 30 Punkten. Das heißt, uns trennen insgesamt 4 Punkte. Bei einem Sieg kann Schalke bis zu einem Punkt an uns ranrücken. Wenn wir aber gewinnen, rücken wir erstmal 7 Punkte weg von Schalke 04. Zuletzt, wie gesagt, ist die Form von Schalke 04 recht wechselhaft. Es gab jetzt 2 Spiele, wo man relativ gut sich präsentiert hat. Ein Unentschieden gegen Paderborn, ein 3:3 gegen Paderborn. Es gab vor 2 Wochen das Spiel gegen den FC St. Pauli, wo man zu Hause eine überragende Leistung gegen St. Pauli gezeigt hat, wo ich auch selbst als neutraler Zuschauer, denn ich war ja neutraler Zuschauer, echt erstaunt war, dass Schalke das echt gut in diesem Spiel gemacht hat. Und da sieht man auch, dass diese Truppe von Schalke extrem viel individuelle Qualität hat und dass Gerards, wenn er diese Qualität wirklich richtig einsetzt, aus diesem Team mächtig was rausholen kann. Aber wie gesagt, es gab gute Spiele zuletzt, aber es gab auch wieder ganz, ganz schwache Spiele. Man hat auswärts in Magdeburg ein übles Spiel abgeliefert. Man hat sich, glaube ich, 3:0 abschießen lassen und das war ein Katastrophenspiel. Und da sieht man noch etwas, wenn man sich die Schalke-Spiele anschaut, was sich durch die gesamte Schalke-Saison zieht, nämlich diese Auswärtsschwäche. Zu Hause tritt man immer relativ souverän auf, denn man möchte zu Hause das Zepter in die Hand nehmen. Aber auswärts, dort ist Schalke 04 teilweise wirklich düster unterwegs. Es gab zuletzt eine Auswärtsniederlage gegen Holstein Kiel. Auswärts hat man auch in Magdeburg verloren. Ja, in Kaiserslautern hat das auswärts auch nicht funktioniert. Und was soll ich sagen, das zieht sich durch die gesamte Saison durch. Man ist nahezu punktgleich mit dem Letztplatzierten der Auswärtstabelle, nämlich Eintracht Braunschweig. Und morgen ist wieder ein Auswärtsspiel für Schalke 04 und ich hoffe, dass diese Serie wenigstens uns erhalten bleibt. Aber wie gesagt, ich finde Schalke 04 ist mittlerweile ein Team, welches sich auch im Vergleich zum Saisonbeginn wirklich weiterentwickelt hat. Im Hinspiel haben wir wirklich gegen eine desolate Schalker Mannschaft gespielt. Wir haben das Hinspiel mit 1:2 auswärts gewonnen. Ich muss mal sagen, das war ein wunderbares Stadionerlebnis. Das war echt schön dort. Ich liebe es immer, auf Schalke zu sein, auch wenn die Stadt wirklich hässlich ist. War es ein schönes Erlebnis. Aber wir haben dieses Spiel 1:2 gewonnen. Und diese Mannschaft ist, glaube ich, nicht mehr so wirklich zu vergleichen. Damals wurde Thomas Reis entlassen, Matthias Kreuzer hat mal wieder ein Spiel übernommen. Das hat er schon häufiger getan. Und Schalke war zu diesem Zeitpunkt wirklich desolat. Dort hat es an Mentalität und vor allen Dingen an taktischer Finesse gefehlt. Und genau das ist mittlerweile vorhanden. Schalke spielt körperbetont. Sie gehen in viele Zweikämpfe rein und wollen viele Zweikämpfe gewinnen. Sie attackieren auf den ganzen Platz und vor allen Dingen im Pressing haben sie sich mittlerweile echt gut weiterentwickelt. Und ich sage auch, das Spiel gegen St. Pauli, das hat gezeigt, dass in dieser Truppe wirklich Potenzial steckt. Schalke 04 möchte die zweiten Bälle gewinnen und dementsprechend auch ein relativ schnelles Angriffsspiel aufziehen. Auch eine Art Umschaltfußball mehr oder weniger. Und ich muss sagen, das wird für uns recht schwer morgen. Denn ich glaube, dass wir uns besonders schwer tun werden, gegen Schalke 04 wirklich aktiv Chancen uns herauszuspielen. Das Hinspiel, das 1:2, hat aber gezeigt, was man machen muss. Wir müssen aktiv verteidigen, wir müssen aggressiv irgendwie versuchen, die wichtigen Zweikämpfe, die wichtigen Duelle zu gewinnen, um dann effizient vorne zu sein. Schalke 04 hat zuletzt ein bisschen die Effizienz wiedergefunden und da müssen wir morgen hellwach sein. Defensiv eigentlich so gut wie nichts zulassen, beziehungsweise wirklich schauen, dass man die Kompaktheit und die Struktur hinten drin hält, dass man nicht so viele Fehler in der Defensive macht, denn da waren wir in den letzten Spielen wahnsinnig unaufmerksam und ich glaube, dann ist Schalke besiegbar. Bei Schalke 04 fallen noch einige Spieler auch einige Stammspieler fallen bei Schalke 04 aus. Karaman,
Dort ist aktuell ein Fragezeichen hinter, beziehungsweise dort müssen wir mal schauen, ob das denn morgen schon reicht für Karaman. Soppi, der Neuzugang, der fehlt bei Schalke 04, ist ja eher Rechtsverteidiger, hat es zuletzt überragend gemacht, er wird fehlen. Und wahrscheinlich auch wird Seguin fehlen. Das heißt, das, was gegen Paderborn und gegen St. Pauli recht gut funktioniert hat, das droht zu kippen. Möglich ist es, dass Schallenberg wieder auf der Innenverteidigerposition spielt und dass Latze auf der 6 spielt. Ich bin ehrlich, es sind einfach nur ein paar Informationen, die ich euch mitteilen wollte. Ich kenne den Kader von Schalke 04 jetzt nicht zu doll. Klar ist aber, dass sich der Kader mittlerweile gefangen hat und dass man auch mit Kabadayi, Lasme und Herodde durchaus auch offensiv variabel besetzt ist. Vor allen Dingen Kabadayi, der jetzt zuletzt relativ positiv aufgefallen ist mit einigen Treffern, wie zum Beispiel gegen St. Pauli. Was ich damit sagen wollte, ist ganz einfach. Schalke 04 ist momentan, ähnlich wie wir, etwas von Verletzungen geplagt und kann nicht mit der Top-Top-Top-Elf spielen. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass Schalke uns morgen das Leben richtig schwer machen wird. Sie sind gut drauf, haben 2 Spiele in Folge nicht verloren, haben ein überragendes Spiel gegen St. Pauli geliefert und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie morgen auch etwas holen wollen, um sich endgültig aus dem Abstiegskampf zu befreien. Auch für Schalke 04. Sie sind ja noch gar nicht raus aus dem Abstiegskampf. Irgendwie habe ich das Gefühl, seitdem Schalke 04 regelmäßig Punkte holt, holen die anderen da unten auch Punkte. Rostock hat jetzt 2-mal in Folge gewonnen, Braunschweig gewinnt plötzlich auch wieder. Und jetzt muss man mal bei Kaiserslautern heute Abend abwarten, weil dann kann es sein, wenn es ungut läuft, wenn Schalke morgen verliert und Lautern irgendwie gewinnt, dass sie dann nochmal richtig unten reinrutschen. Ich bin mir ziemlich sicher, bei der aktuellen Konstellation, Osnabrück wird es nicht mehr schaffen, aber alle anderen duellieren sich gerade wirklich um Platz 17 und 16. Und wenn Schalke gegen uns morgen nicht gewinnt, dann könnte es auch nochmal für Schalke 04 etwas kritischer werden. Das gleiche gilt aber auch für uns. Wir müssten vielleicht jetzt endlich mal einen Sieg nochmal einfahren, um uns wirklich komplett unten rauszuhalten. Die zweite Liga ist so dynamisch, da geht vielleicht auch nochmal bei uns in Richtung was nach unten, genauso wie noch etwas in Richtung nach oben gehen könnte. Die Dynamik dieser zweiten Liga ist so geil zu schauen und allgemein, es macht gerade so Spaß in der zweiten Liga hier als Fan mit dabei zu sein. Aber trotzdem, wir müssen morgen meiner Meinung nach wirklich gewinnen. Das ist so wichtig wie seit 2-3 Spieltagen nicht mehr. Wie gesagt, sprechen wir aber erstmal über die Pressekonferenz. Denn normalerweise benutze ich die Pressekonferenz immer als Grundlage für meine Vorberichte. Heute kann ich das aber nicht so ganz machen. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut und ich muss sagen, diese Pressekonferenz, die Atmosphäre war irgendwie total komisch. Also, da bin ich ehrlich mit euch. Es ging viel zu lange um Benze Dardai und ich gebe jetzt dazu auch nochmal ein kurzes Update. Benze Dardai wird Hertha BSC am Ende dieser Saison ablösefrei verlassen. Auch Pal Dardai hat sich dazu geäußert, hat da eben auch nochmal klipp und klar klargestellt, dass Benze Dardai einfach nicht bleiben wollte, beziehungsweise dass man ihn versucht hatte zu überzeugen, dass die Brüder, die Mutter ihn versucht hatten zu überzeugen. Im Endeffekt ist er nicht geblieben, er wird höchstwahrscheinlich zum VfL Wolfsburg wechseln und er hat auch gesagt, das schmerzt als Trainer, aber er möchte, dass Benze Dardai, wenn er denn bereit ist zu spielen, möglicherweise auch eine Rolle in der ersten Mannschaft spielt. Und das war so ein Thema, das hat sich gestern in der PK ultra lange gezogen. Und ich bin auch ganz ehrlich mit euch. Ich glaube, ich würde das gar nicht machen wollen. Würde es nach mir gehen, ich würde Benze Dardai eiskalt abschieben, mehr oder weniger jetzt. Es ist klar, Benze Dardai wird gehen. Er wird den Verein verlassen, er hat den Verein informiert und Pal Dardai hat auf der PK gesagt, dass er immer noch bereit ist, ihn einzusetzen, notfalls auch in der Profimannschaft. Und ich finde das nicht gut. Lukas Ulrich ist letzte Saison gewechselt. Gleiche Situation wie bei Benze Dardai. Er wurde aber komplett abgeschrieben. Er wurde noch nicht mehr in der U23 eingesetzt. Ganz im Ernst, das sollte man auch mit Benze tun. Da bin ich ehrlich mit euch. Aber ich verstehe gerade allgemein nicht die Atmosphäre auf der PK. Die war so anders als sonst. Pal Dardai hat sehr erschöpft gewirkt, hat nur die Schuld nur bei den anderen gesucht, bei den Medien, bei uns Fans, die nicht zufrieden damit sind, wie es gerade läuft. Und ich bin mit dieser Pressekonferenz nicht zufrieden, denn es ging viel, viel weniger um das Spiel, sondern eigentlich um alles drumherum. Und das ist irgendwie immer bei Hertha so. Ein Stück weit kann ich ja seine Kritik nachvollziehen, dass das Umfeld bei Hertha BSC wirklich schwer ist, aber ja, ich finde, er muss viel mehr selbstkritischer an die Sache herangehen. Das ist jetzt nur meine Meinung.
Von daher wollte ich das auch nochmal hier heute diesen Vorbericht integrieren, nochmal ein kurzes Update zu Ben zu geben. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zum Spiel, denn tatsächlich nach 15 Minuten Pressekonferenz haben dann auch mal unser Trainer und unser Sportdirektor über das Spiel gesprochen. Benjamin Weber hat auf der PK zum Spiel gesagt, dass es natürlich Ziel ist, am Sonntag ein ordentliches Spiel zu machen und zu gewinnen. Denn dieser Rahmen, der vorhanden ist, ein nahezu ausverkauftes Olympiastadion, es sind glaube ich nur 4000 Tickets über oder so, das ist ein besonderer Rahmen. Und den muss man nutzen, um irgendwie jetzt nochmal anzugreifen. Das ist wichtig. Paisa hat sich dann auch nochmal zum Spiel geäußert und hat ganz klipp und klar klargestellt, dass unter Gerard Schalke 04 wieder zum Kern ihrer Spielweise zurückgekehrt sind. Dass es mittlerweile mehr Schalke 04 in der Spielweise zu erkennen ist. Die Mannschaft hat Mentalität, die Mannschaft spielt körperbetont, geht in jeden Zweikampf rein und vor allen Dingen die Doppel-6 und die IV ist sehr, sehr robust, was das Ganze angeht. Und um diesen Riegel, um diese Struktur auch möglicherweise aufzubrechen, müssen wir aktiv nach vorne verteilen, aktiv Lösungen mit dem Ball suchen und das machen, was gegen St. Pauli nicht funktioniert hat, was aber schon durchaus gegen Magdeburg und gegen Kiel zu erkennen war. Daran müssen wir anschließen und ganz ehrlich, meiner Meinung nach müssen wir das machen, was wir am Anfang der Saison auch im Hinspiel gezeigt haben. Dass die Taktik sitzt, dass wir mit dem Ball im Ballbesitz und in eigener Ballkontrolle etwas mit dem Ball anfangen können. Und ganz im Ernst, unsere Verteilung muss sicher stehen. Wir dürfen keine dummen Fehler machen. So, wir machen jedes Spiel Fehler. Letztes Spiel haben wir den Rückraum wieder nicht gut besetzt, obwohl es doch klipp und klar ist, dass wir geführt in jedem zweiten Spiel Gegentreffer aus dem Rückraum kassieren. Da müssen wir zum Beispiel auch mal uns anpassen, die eigene Taktik anpassen und auch dementsprechend Schlüsse ziehen. Um das Spiel morgen zu gewinnen, erwarte ich eine entschlossene Mannschaft und eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Mentalität, die das einfach nach Hause bringt. Wir haben hier einen Rahmen. Wir spielen hier gegen einen richtig geilen Zweitligisten, gegen eine Mannschaft, die wieder mal 15.000 Auswärtsfans mitbringt, vor einem fast ausverkauften Olympiastadion. Ich erwarte, dass die Truppe das morgen irgendwie zieht und dass wir hier 3 Punkte zu Hause behalten. Wenn nicht, dann haben wir eine Sieglosserie von 4 Spielen am Stück und ich glaube, dann wird es richtig ungemütlich. Wir müssen aggressiv sein, offensiv effizient. Fabian Reese und Haris Tabakovic müssen wieder harmonieren, möglicherweise auf der rechten Außenposition eine neue Lösung finden und dementsprechend dieses Spiel ziehen. Das ist meine Einstellung zu diesem Spiel und ich glaube, dass das Team von uns dazu definitiv in der Lage ist. Schalke hat ein paar Verletzungsausfälle, wir haben auch ein paar Ausfälle. Es fehlen nämlich auch einige Spieler bei uns, das können wir direkt auch einmal durchgehen. Augsburg-Hell fehlt, Jonjo Kenny fehlt. Jonjo Kenny fehlt nicht, weil er verletzt ist, Gott sei Dank. Ich hatte erst Angst bekommen, aber Jonjo Kenny hat gegen St. Pauli seine 5. gelbe Karte kassiert und fehlt dementsprechend beim Spiel gegen Schalke 04. Trotzdem, wir müssen das morgen ziehen. Und dementsprechend kommen wir jetzt auch zur Startformation, die ich mir ausgesucht habe. Wie gesagt, wir müssen rechts hinten umbauen und wir müssen meiner Meinung nach definitiv das Mittelfeld und die rechte Außenposition umbauen. Ich habe mich jetzt für 3 Wechsel entschieden. Gehen wir es mal unten durch. Martin Dardai gehört für mich in die Startformation, genauso wie Linus Gechter. Ich finde gerade Kempf ist, kann ich doch nicht einschätzen, wie fit er wirklich ist für 90 Minuten. Dementsprechend würde ich Martin Dardai einsetzen. Gechter auf der rechten Verteidigungsposition, Martin Dardai links. Karbovnik auf der Linksverteidigungsposition, Seefüg auf rechts. Man kann auch Karbovnik auf rechts hinstellen, Duzek auf links und dann einen anderen Mittelfeldspieler, aber ich würde ganz gerne Seefüg morgen im Spiel gerne wieder mal sehen. Clemens und Duziak auf der Doppel-6 gehören beide meiner Meinung nach auf diese Position, sollten auch gesetzt sein und ich hoffe, dass das nach dem Spiel auch der Fall sein wird. Palgo Dardai auf der 10, Reese links, Scherland rechts und Tabakovic im Sturm. Das ist meine Aufstellung. Die müssen es morgen reißen. Wie gesagt, mit Effizienz und Leidenschaft ist das definitiv möglich. Ich glaube auch an diesen Sieg einfach nur, ja, um endlich mal wieder, sage ich mal, was Positives haben zu können und wirkliche 3 Punkte. Wir hatten so viele Unentschieden zuletzt. Wir brauchen endlich wieder die 3 Punkte und morgen ist es Zeit dafür. Und dementsprechend wird auch meine Prognose für das morgige Spiel auffallen. Ich prognostiziere für das morgige Spiel ein 2:1 Heimsieg. Wie gesagt, Leben ist schwer. Wir werden keinesfalls morgen ein überragendes Spiel abliefern. Es wird, denke ich, auch wieder ein bisschen chaotisch bei uns aussehen. Aber im Endeffekt sind wir effizient genug, haben wir hinten ein bisschen Glück, dass wir uns nicht noch das 2:2 fangen und es reicht erneut für einen 2:1 Sieg. Die Tore machen hoffentlich Reese und Tabakovic und im Endeffekt hoffentlich eine gute Ausgangslage für die verbleibenden 8 Spiele.
An dieser Stelle war es das mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, dieser kurze Vorbericht hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Vergesst auf jeden Fall nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts mehr rund um Hertha BSC verpasst. Wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder zu einem weiteren Video. Morgen kommt dementsprechend auch meine Analyse. Dann ist erstmal Länderspielpause. Wird ein Gang runtergefahren hier auf diesem Kanal. Ich würde sagen, genießt auf jeden Fall den restlichen Samstag. Schönen Tag euch noch. Und tschüss.